Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reporters, dem Podcast von Tiger Communications. Hier befragen wir Journalisten und wollen erfahren, was sie beruflich besonders interessiert, was sie zum Journalismus gebracht hat und was sie im privaten Leben so treiben. Mein Name ist Arne Degener von Tiger Communications in Berlin. Und mein heutiger Gast ist Bernhard Wumke, Redakteur im Bereich Privatfinanz des Finanzen Verlags. Hallo, Herr Wumke. Hallo, Herr Degener. Grüß Sie. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie sind ja schon seit rund 30 Jahren Journalist. Das ist ja eine unglaublich lange Zeit. Erinnern Sie sich noch, was Sie zum Journalismus geführt hat? Die 30 Jahre, die klingen zunächst mal nach etwas, was einen erschrecken könnte. Aber andererseits kann man es auch nüchtern sehen. Es war mehr oder weniger zufällig. Wenn Sie in Münster aufwachsen, wie mir das passiert ist, dann kann es sein, dass Sie in Kontakt mit der Münsterschen Zeitung geraten, einer dortigen Tageszeitung, und dort einfach mal den ein oder anderen Artikel schreiben und das nicht vergessen, wenn Sie hinterher vielleicht noch ein bisschen studieren und denken, warum sollte ich eigentlich was anderes im Schilde führen, als mich Richtung Journalismus zu entwickeln. So fing das an. Heute schreiben Sie ja im Finanzen Verlag, vor allem im Bereich Privatfinanz, das heißt also Euro am Sonntag, Börse online. Aber bis dahin war es ja ein relativ langer Weg, wenn ich das so sehe. Sie haben, glaube ich, angefangen mal in einer regionalen Tageszeitschrift oder Tageszeitung. Ist das richtig? Ja, also ich habe ein ganz klassisches Tageszeitungsvolontariat gemacht bei einer sehr traditionsreichen Zeitung, die Schwarzwälder Bote heißt und in Oberndorf am Neckar ihren Hauptsitz hat. Mit dem Städtchen verbinden die meisten Leute wahrscheinlich eher Heckler und Koch und was man da so herstellt. Aber dort gibt es eben auch den Schwarzwälder Boten und da habe ich ganz klassisch volontiert. Möchte das ehrlich gesagt auch gar nicht missen und bin, ich glaube, dann noch 7 Jahre bei Tageszeitungen geblieben, ehe es dann in die Richtung Finanzjournalismus ging. Das ist ja ein relativ großer Schritt von der Regionalzeitung zu einem Fachmagazin mit den Themen Finanzen, Immobilien. Wie kam es dazu? Das kam dazu, dass ich Ende der 90er Jahre in Marburg bei einer Tageszeitung war, der Oberhessischen Presse, und der Meinung war, ich muss jetzt mal was anderes probieren. Und so etwa zur Millenniumszeit gab es den großen Börsenhype. Man erinnert sich da noch an die T-Aktie und die P-Aktie und dergleichen, Manfred Krug und so. Und da ergab sich die Möglichkeit, damals bei Euro am Sonntag, Finanzen Verlag, anzufangen. Und dort gab es verschiedene thematische Vakanzen, darunter den Bereich Immobilien. Immobilien galten als relativ uncool, weil die wirklich coolen Leute haben sich natürlich auf die Aktienthemen gestürzt. Und ich fand das mit den Immobilien ganz interessant. Da dachte ich, das kann man anfassen, ich probiere das mal. Vielleicht klappt es. Und was ich da nicht ahnte, war, dass daraus so etwas wie eine verhängnisvolle Affäre wurde. Die bis heute andauert und verschiedene Facetten hatte. Sie waren bei Thomas Daly, Sie sind sehr, sehr lange bei der Immobilienzeitung gewesen und sind dann aber zurückgekehrt zum Finanzenverlag. Gab es da einen Grund? Hatte Sie nach München gezogen? War Ihnen Wiesbaden zu langweilig geworden oder gab es andere Gründe? Nein, das waren also rein, sagen wir, jobtechnische Gründe. In der Tat, 15 Jahre Wiesbaden, das ist eine lange Zeit. Auch das hat sich einfach so ergeben. Auch da, ich bereue nichts. Aber ich habe dann gemerkt, du musst jetzt was Neues tun. Und da ergab sich eher zufällig die Möglichkeit, nach München zu gehen, zum Finanzen Verlag. Und da habe ich dann beschlossen, das ist die Gelegenheit, mach es. Und das ist ziemlich wunderbar. Und wie kann ich mir einen Arbeitstag bei Ihnen vorstellen? Fahren Sie ganz normal früh ins Büro? Recherchieren Sie, telefonieren Sie, schreiben dann oder entscheiden Sie das spontan, was Sie am Tag machen? Das mit der Spontanität ist ein Bestandteil. Ansonsten gibt es schon relativ straffe Korsette, in denen man sich zurechtzufinden hat. Die Aspekte, die Sie aufgezählt haben, sind ja ganz klassische. Ich würde einfach sagen, man muss sehr viel lesen, um in den Themen drin zu bleiben. In unserem Fall ja neben Immobilien auch Versicherungen, Steuerfragen, Verbraucherschutz.
und dergleichen umfassen. Und Sie müssen hier schon auch sehr vieles planen. Von außen sieht das vielleicht manchmal so aus, wenn Sie sich ein Printmedium anschauen. Naja, da wird wohl ursprünglich weißer Platz gewesen sein. Jetzt stehen da ein paar Buchstaben drauf und ein paar Bilder. Das ist aber so einfach nicht, macht aber unglaublich viel Spaß und deswegen mache ich das sehr freiwillig und gerne. Und die Tage gehen im Allgemeinen wahnsinnig schnell rum. Sie sind voll, sie sind sehr vielseitig, sehr viel Kommunikation, sehr viel Absprachen, Schreiben, Telefonieren, Recherchieren, alles dabei. Aber in der Themenfindung sind Sie frei, oder? Oder müssen Sie vorher alles mit der Chefredaktion besprechen oder sagen Sie, hallo mein Chefredakteur, ich bearbeite heute dieses Thema und am Montag bekommst du das Ergebnis? Also ich glaube, die Chefredaktion ist froh, wenn nach dem Prinzip, was man, glaube ich, früher mal Subsidiaritätsprinzip genannt hat, möglichst viele Leute möglichst selbstständig ihr Zeug machen und mit den Freiheiten, die sie haben, was anzufangen wissen. Ich persönlich weiß sowas eher zu schätzen, wenn sie Freiheiten bekommen, dann müssen sie sie nutzen. Gleichwohl sind sie natürlich in stetigem Kontakt mit der Chefredaktion, wenn es etwa um Absprachen geht, wann erscheint was, passt das noch kurzfristig rein. Es passiert ja ständig etwas auf der Welt. Das heißt, es gibt meistens so etwas wie ein Paralleluniversum. Das eine ist so eine Planung von Themen, die relativ zeitlos sind. Aber dann kommt eben das Aktuelle immer dazu. Und da müssen sie beweglich sein, Prioritäten setzen. Und das machen sie besser nicht im stillen Kämmerlein, sondern machen das im Austausch mit den Kollegen, die sie dafür brauchen. Wenn Sie jetzt auf die 30 Jahre mal zurückschauen, was hat sich geändert in der Arbeit als Journalist? Haben die neuen Medien die Arbeitswelt völlig verändert? Ist die Printlandschaft eine andere geworden? Oder sind die Anforderungen der Leser einfach viel präziser als früher? Also es ist sehr anders geworden. Dass es schon richtig geblieben ist, das Grundlegende, dass Sie, wenn Sie ein Printjournalist sind, dass Sie schreiben und dass Sie zu recherchieren haben und dass Sie sich um Themen kümmern können oder müssen, je nachdem, für welches Medium Sie zugange sind. Aber angefangen damit, wie man geschrieben hat. Also ich kann mich noch an mechanische Schreibmaschinen erinnern, an elektrische Schreibmaschinen und dann irgendwann Computer, klar, in den 90er Jahren. Und dann ganz elementar, da kam der Ganzseitenumbruch dazu. Also das, was man vielleicht Gestaltung nennen könnte, das war vorher eine Tätigkeit, die von verschiedenen Leuten gemacht wurde. Also da wurden in der Zentrale eines Verlagshauses Seiten zusammengeklebt. Ja? Und diese Tätigkeiten, auch das ist ein Berufsbild, das Berufsbild der Metteure, so hat man die genannt, ist eines der Berufsbilder, die es nicht mehr gibt. Und die Gestaltung der Seiten ist eben zu den Aufgaben der Redakteure dazugekommen. Also es wurde mehr, man könnte auch sagen, es wurde vielseitiger, aber es wurde definitiv mehr, technischer. Und es gibt so eine Tendenz dazu, dass es, glaube ich, relativ vielen Journalisten respektive Redakteuren so geht, dass sie gerne mehr Zeit zum Recherchieren hätten und zum Schreiben. Die haben sie auch noch, aber weniger als sicherlich in dieser Zeit, die ich deswegen aber nicht die gute alte Zeit nennen möchte, als es da mehr Arbeitsteilung gab als bei den technischen Abläufen. Was ich nicht mehr erlebt habe, dafür bin ich tatsächlich noch zu jung, ist der Bleisatz. Keine eigene Erinnerung daran. Immerhin. Was mir neuerdings auffällt, sind ganz viele Sternchen, große I's, Doppelpunkte in den Texten. Finde ich die bei Ihnen in den Texten auch? Nein, und ich hoffe, die werden Sie bei mir auch nie finden. Also wenn wir jetzt von mir persönlich sprechen würden, hoffe ich sehr, dass mir das erspart bleibt. Ich halte davon tatsächlich gar nichts. Also das ist tatsächlich eines der Themen, was mich sehr, sehr umtreibt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir haben. Lassen Sie sich ruhig aus. Da gibt es ungefähr 3000 Aspekte. Und da kann man Stunden mit verbringen. Also, wir meinen damit ja dieses sogenannte gendergerechte Sprechen. Das ist an sich gar nicht neu. Also ich kann mich noch erinnern, dass es in den 1980er Jahren so etwas, sagen wir, spielerisch halbernst an der Uni gab, hier und da, aber innerhalb der Uni. Und ich nehme an, dass die Tageszeitung Taz, also die alternative, linksalternative Tageszeitung aus Berlin-Kreuzberg, dass die das seit 40 Jahren tut, allerdings auch immer eine bestimmte Community
bedient hat, wo das erwartet wurde, Hintergrund Feminismus. Ich würde sagen, ein gewisser Teil des Feminismus. Den würde ich übrigens für so wichtig halten, dass ich, das ist einer der 3000 Gründe, nicht bereit bin, ihn über diese Sprachformen mit Gendersternchen, Unterstrichen, Doppelpunkten, Binden, großen Binden-I oder aber Abwandlungen, Sie kennen diese permanenten Doppelungen, also die Französinnen und Franzosen, die Lehrerinnen und Lehrer, die Apothekerinnen und Apotheker, von denen der Herr Spahn, der Gesundheitsminister, jetzt immer spricht. Das ist alles relativ fürchterlich, wenn Sie Sprache mögen. Ganz wesentlich ist für mich, dass Sprache eine Grundeigenschaft hat oder eine Grundaufgabe hat. Sie dient der Verständigung und das potenziell zwischen allen. Das heißt, Sie brauchen einen Sprachkonsens. Ist der gegeben, wenn jetzt die einen sagen, ich meine mit Lehrer alle Lehrer und die nächsten sagen, nee, da musst du Lehrerinnen und Lehrer sagen, die nächsten kommen mit Sternchen, Doppelpunkten, Unterstrichen, nein, sie verstehen sich dann irgendwann miss, weil die einen dann denken, der Lehrer sagt, meint nur die Männer oder theoretisch auch umgekehrt, schlecht. Es ist auch einfach nicht schön, es tut den Ohren weh, wenn ich morgens den Bayerischen Rundfunk anstelle. Ich bin so ein Nachrichtenjunkie, also höre ich einen Nachrichtenkanal und wenn ich Pech habe, dann habe ich innerhalb von 10 Minuten alles, was dieses Verhunzungssprech, wie ich das nenne, zu bieten hat. Von dem, was man so kennt und als gute deutsche Sprache kennt, bis hin zu Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler. Dann haben sie vielleicht eine Schalte nach Ostasien, dann erzählt ihnen jemand was von Demonstrationen in Hongkong, aber nicht von den Hongkongern oder so, sondern von den Hongkongern. Dann kommt eine Pause und dann kommt innen irgendwann, also von den HongkongerInnen. Das müssen sie ganz normal finden. Dann haben sie vielleicht jemanden, der in Paris hockt und erzählt ihm plötzlich was von den Franzosen, aber macht das nicht einfach so, sondern dann ist das Französinnen und Franzosen, weil sie ansonsten irgendwie nicht meinen können. Und das geht so weiter. Ja, also es ist von Lehrkräften die Rede, von Mitarbeitenden, von Radfahrenden und so etwas. Und das tut jemandem, der mit Sprache zu tun hat, und das ist was natürlich Elementares in diesem Beruf, den ich so liebe, dann tut ihnen das ungefähr so weh, wie wenn sie in ein Konzert gehen und dort jemand die Töne permanent nicht trifft. Ja, da gehen sie auch nicht freiwillig hin, sondern leiden darunter. Und ich persönlich leide tatsächlich darunter, wenn ich diese schrecklichen Formen höre und denke, es könnte so schön sein und vor allem, ich werde permanent abgelenkt. Das bedeutet, ich will ja aus Hongkong nicht erfahren, waren das sowohl Männer als auch Frauen als auch, ich weiß nicht, sondern ich möchte wissen, haben das alle dort überlebt? Wie viele sind also eventuell verhaftet worden? Wie viele sind verprügelt worden von der Polizei? Das will ich wissen und darauf will ich mich konzentrieren. Und wenn ich permanent nur in Gender denke, also ich habe mal einen Beitrag einer Schriftstellerin im Tagesspiegel im vergangenen Jahr gelesen, den fand ich eigentlich ziemlich schlau und vor allem einigermaßen entspannt. Sie haben bei diesem Thema sehr viel Unentspanntheit, sehr viel Aufgeregtheit, aufgeladene Stimmung, Aggressivität derer, die glauben, es müsste jetzt über die Sprache die Sache der Frauen vorangetrieben werden. Diese Autorin hat von Genitalien fixiert gesprochen und hat das mitgebracht aus Großbritannien, wo man in der Wissenschaft sehr irritiert ist, wie die Deutschen glauben, jedenfalls derzeit, nach meiner Beobachtung ist das in den vergangenen 1-2 Jahren sehr stark mehr geworden, etwa über Medien, dass über dieses permanente Ministerinnen und Minister, oder wir haben jetzt ständig die Nachricht mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, das wird dort als Genitalien fixiert empfunden. Und das finde ich recht interessant, einfach deswegen, weil nach meiner Beobachtung wir doch eigentlich hier in Deutschland auf dem Stand sind, ich dachte, das wäre eigentlich schon sowas wie ein Konsens, dass es eigentlich völlig wurscht ist, welches Geschlecht jemand hat, ja, sondern dass Toleranz oder Liberalität, echte Liberalität, bedeutet, dass man da gar nicht drüber reden muss. Sie, heute gab es ein SZ-Magazin, da bekennen sich 185 Schauspieler, also ich muss jetzt wahrscheinlich Schauspielernde sagen, dazu, dass sie, ich nehme an, homosexuell sind oder irgendwie queer sind. Und ich stelle mir die Frage, Moment, haben wir jetzt 2021 oder haben wir 1985 oder schätze ich es falsch ein? Aber es irritiert mich etwas, wenn ich im Jahr 2021 so etwas sehe mit der Attitüde, das muss jetzt sein.
wir zeigen jetzt aller Welt, dass es ganz wichtig ist, dass alle möglichen Geschlechtlichkeiten, die nicht klassisch heterosexuell sein mögen, dass die jetzt sichtbar sind. Ja, es geht permanent um Sichtbarkeit. Ehrlich gesagt, ich habe da ein anderes Verständnis von Liberalität. Ich möchte nicht, dass wir ständig über irgendwelche geschlechtlichen Orientierungen sprechen müssen, sondern dass wir da entspannt sind und uns um Sachthemen kümmern. Das generische Maskulinum hat also einen Retter in Ihnen und der Leser wird auch in Zukunft von Doppelpunkten und Sternchen verschont. Das will ich doch sehr hoffen. Sie haben das mit generischem Maskulinum erwähnt, das ist was Elementares. Auch die Duden-Redaktion, das ist ja neulich durch die Medien gegangen, ich glaube vor 4 Wochen etwa, will ja nun also 12.000 neue Begriffe einarbeiten und damit dieses generische Maskulinum, also Sie sagen Lehrer und meinen damit alle, die im Lehrberuf tätig sind, was ja Sie auch nicht wirklich nur binär betrachten können. Das ist ja an und für sich sehr konservativ und rückständig, wenn Sie so tun, als wenn Sie nur mit Frauen und Männern zu tun hätten. Da dachte ich auch, wir wären eigentlich weiter. Aber natürlich muss man auseinanderhalten, grammatisches Genus und biologisch Sexus. Ja, und wenn das nicht möglich ist, dass man als Konsens hat, Moment, wir sprechen da über 2 ganz verschiedene Dinge, dann haben wir natürlich ein Problem. Ich glaube übrigens immer, wenn ich mal so hier in der U-Bahn sitze, dann schaue ich mir so die Leute an, woher mögen die kommen, wohin fahren die jetzt wohl, was machen die eigentlich? Ich habe fast immer den Eindruck, hier wird niemand sein, den das Thema groß interessiert, sondern die haben andere Sorgen, die Leute, und wollen jetzt nicht irgendwie über kompliziertes Sprechen permanentes Zeichen setzen. Mich erinnert das immer an den Monty Python-Film Das Leben des Brian, ja, wo die Leute mit der Sandale ständig Zeichen setzen. Oder wo sie gesteinigt werden, weil sie irgendwie einen Laut von sich geben. Das kann Ihnen heute auch passieren, wenn Sie sagen, Sie halten nichts davon. Dann gelten Sie möglicherweise als irgendwie suspekt in bestimmten Kreisen. Ich glaube, 80% der Bevölkerung interessiert dieses Thema überhaupt nicht, kriegen es aber von oben quasi aufoktroyiert, dadurch, dass eben in den Medien immer häufiger diese Form der, wie ich finde, schlechten Sprache, einfach schlicht und ergreifend schlechten Sprache, vorgesetzt bekommen. Ich halte das also für unvertretbar und tue da einiges dagegen und würde vielleicht noch einen Aspekt erwähnen. Also am Ende halte ich es sogar für demokratiegefährdend, wenn wir keinen Sprachkonsens haben. Wenn sie sich nämlich dann nur noch anfeinden, weil die einen sagen, sie sprechen falsch und sie sprechen noch falscher. Also entweder sie sprechen richtig und wenn sie anders als mit Sternchen dann sprechen, sprechen sie ja plötzlich falsch, sind von vorgestern, gestern oder noch schlimmer. Dann haben sie irgendwann keinen Austausch mehr von Argumenten. Und eine Demokratie braucht ja nun eben dieses. Und ich würde gerne in so einer Demokratie über Sachthemen sprechen und nicht über so einen Kram und zählen. Hat der Bundesgesundheitsminister jetzt Apothekerinnen und Apotheker gesagt? Oder hat er uns erklärt, wieso seine Werbekampagne eigentlich bescheuert ist, den Leuten jetzt schon überall zu präsentieren? Deutschland krempelt die Ärmel hoch und im Moment frieren uns die Arme ab. Und irgendwann werden wir mit Faktor 50 nicht mehr auskommen und dann kriegen wir irgendwann im Herbst vielleicht eine Impfung. Also bitte Sachthemen und bitte nicht so infantilen Kram. Das ist der Wahnsinn. Apropos der Wahnsinn. Sie haben angesprochen U-Bahn-Fahren in München. Sie wohnen gerne in München? Ja. Also ich finde, damit ist man nicht gestraft, wenn man in München wohnt. Was schätzen Sie besonders an der Stadt? Ich meine, Sie haben ja auch in Freiburg gelebt, glaube ich. Sie kommen aus Münster, sagten Sie. Was ist der große Vorteil von München? Es gibt nicht den großen Vorteil. Ich finde, also ich würde sagen, es lässt sich an den meisten Orten oder in den meisten Orten gut leben, jedenfalls hierzulande. München, finde ich, kriegt es immer noch, trotz der Zuzüge, der vielen Zuzüge, die Stadt ist viel voller als etwa vor 20 Jahren, ich bin jetzt auch wieder schuld daran, dass es hier voller wird, kriegt es, finde ich, immer noch einigermaßen gut hin, dieses schöne, alte, manchmal etwas einfach klingende Motto Leben und Leben lassen hinzubekommen. Ich finde immer noch, dass es hier etwas mehr Gelassenheit gibt als in manch anderen Städten. Ich finde das für eine Millionenstadt nicht ganz unwichtig, sondern relativ bemerkenswert. Und es hat natürlich landschaftliche Vorzüge. Unterschied zu Freiburg. Ich habe eine Schwarzwaldmacke, dazu bekenne ich mich ausdrücklich. Ich bin da einfach sehr, sehr gerne. Und hier müssen Sie zu den Bergen eben immer erstmal einige Kilometer zurücklegen. Auf Ansichtsgarten sieht das anders aus. Da denken Sie immer, hinter der Frauenkirche
können sie auf die Zugspitze klettern. Das klappt dann doch nicht so ganz einfach. Ich glaube, die höchste Erhebung dürfte der Olympiaberg sein im Olympiapark. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsplätze. Den Olympiapark finde ich immer noch cool. Geht schwer auf die 50 zu und hat immer noch eine Faszination, die noch größer wäre, würde dort immer noch Bundesliga-Fußball gespielt. Aber das ist ein anderes Thema. Sind Sie denn Fußballfan? Naja, ein bisschen schon. Also jetzt nicht so total verrückt. Leider kann ich nicht mal von meinem, naja, emotionalen Lieblingsverein SC Freiburg. Das bringt natürlich die Schwarzwaldmacke so mit sich, dass der SC Freiburg einem da nicht so ganz egal ist. Aber ich könnte Ihnen jetzt die Aufstellung nicht aufsagen. Freue mich aber dennoch, wenn der Verein es nicht allzu schwer hat, die Klasse zu halten. Und manchmal geht ja sogar ein bisschen mehr. Und da habe ich auch aus der Ferne, aus dem Oberbayerischen, Freude dran. Mir gefällt das, dass es da einen Bundesliga-Verein gibt und einen der coolsten Trainer, die ich kenne. Und der passt da ganz gut hin. Apropos ganz gut passen, ich würde gern von Ihnen wissen, am Morgen Tee oder Kaffee? Kaffee. Lieber Südsee oder Alpen? Alpen. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Auf dem Grill lieber eine Bratwurst oder Paprika? Eine Bratwurst mit Paprika. In der Redaktion treffe ich Sie im Sweatshirt oder im Anzug? T-Shirt. Im Radio hören Sie eher Rock oder Schlager? Druck. Wenn Sie eine Zeitreise unternehmen könnten, ginge die in die Vergangenheit oder in die Zukunft? Die ginge in die Zukunft. Warum? Aus Neugier. Wenn wir uns am Abend treffen würden und etwas trinken, würden Sie Wein oder Bier bevorzugen? Wein. Sind Sie ein Katzen- oder ein Hundetyp? Es gibt nichts dergleichen im Haushalt, aber wenn, dann wäre es ein Hund. Waren Sie als Kind eher Räuber oder Gendarm? Da glaube ich sowohl als auch. Und wenn Sie eine Jahreszeit bevorzugen, ist es eher der Sommer oder eher der Winter? Dann ist es eindeutig eher der Sommer. Apropos bevorzugen. Jetzt durch die Corona-Pandemie sind ja zahlreiche Messen und Konferenzen ausgefallen. Viele Veranstaltungen finden nur noch online statt. Fehlen Ihnen diese Messen oder finden Sie das Online-Treffen, die Online-Formate als viel effektiver und zeitsparender? Nein, also ich bin eindeutig ein Fall für reale Treffen und weiß natürlich, dass das in diesen Zeiten kein Wunschkonzert ist. Also muss auch digital gehen, aber ich zähle zu denen, die jeden Tag eine größere Sehnsucht entwickeln, dass es wieder Präsenztermine gibt, die es für mich im vergangenen Jahr ganz selten tatsächlich noch gab, sogar bis in den Herbst hinein. Ganz wunderbar. Ich traf da auch viele Leute, die die Sehnsucht absolut teilten. Aber mei, es ist jetzt so und also ist es mehr Telefon, also ist es Videotelefonie und so geht das natürlich alles. Ja, ich will das nicht zum großen Problem machen, aber die Sehnsucht wächst natürlich. Aber Sie nehmen schon auch als Journalist an Online-Veranstaltungen aktiv teil. Absolut, ja. Also sonst würde ich meinen Beruf ja nicht mehr machen. Ich trete jetzt nicht in den Streik, weil es dieses blöde Virus gibt. Ja, und nee, da macht man dann das Beste draus, wie immer. Ja. Und das macht ja nicht nur Thomas Müller im Fußball, sondern das finde ich auch so im Alltagsleben ganz sinnvoll, so heranzugehen. Also wenn das Ideale nicht geht, dann geht eben das nicht ganz so Ideale. Noch ein paar Fragen zum Abschluss. Ich bitte Sie ganz kurz, folgende Sätze zu beantworten. Beziehungsweise ich bitte Sie ganz kurz, folgende Sätze zu vollenden. Ich bin Journalist, weil Es mir unfassbar viel Spaß macht. an der Finanz- und Immobilienbranche ärgert mich am meisten. Dass es sehr viel Vernebelungssprech gibt, aber erfreulicherweise nicht nur. Und genau vor diesem Hintergrund haben Journalisten ganz gut zu tun. Am besten finde ich an meinem Beruf Die vielen Freiheiten. das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist Das könnte die infantile Gesellschaft gewesen sein von Alexander Kissler, heißt er, glaube ich.
eigentlich ganz witzig. Obwohl natürlich ernsthafte Aufhänger, aber der kann sich wunderbar aufregen. Und das kommt ganz gut rüber. Also irgendwo in der zweiten Hälfte gibt es gut was zu lachen, so ganz nebenbei. Mein letztes Konzert, was ich besucht habe, war von? Oh, das ist jetzt ja wirklich schon ganz lange her. Das könnte es... Ich glaube, es war Sunrise Avenue hier unter freiem Himmel. Also wenn hier auf dem Königsplatz ein Konzert ist, ist mir fast wurscht, wer da Musik macht. Wenn irgendwie möglich, gehe ich hin. Das könnte das letzte gewesen sein. Zuletzt im Urlaub war ich in? Natürlich im Schwarzwald. Wenn ich aus München wegziehen müsste, dann ginge ich nach? In den Hochschwarzwald. Wenn ich mir einen Interviewpartner aussuchen dürfte, egal wen, dann wäre es? Dann wäre es, ich glaube, Gerhard Schröder. Warum? Weil es mit ihm nicht langweilig würde, ich ihm alle Fragen stellen könnte, ohne dass er rumzickt und dass ich es allerdings im Gegenzug ertragen müsste, wenn er sie so beantwortet, wie es mir vielleicht nicht gefällt, aber mein Job wäre es dann einfach weiterzumachen und die nächste Frage zu stellen. So wie ich das jetzt tue, in meiner Freizeit bin ich am liebsten? Draußen, auf dem Fahrrad, zu Fuß, rennenderweise, wandernderweise. Wenn ich nicht mehr Journalist sein könnte, würde ich? Dann würde ich, naja, es ist jetzt ein bisschen spät, aber ich habe immer gedacht, du hättest eigentlich auch Meteorologie machen können. Also, wie nennen wir das? Wetterkunde, Wetterfroschtum, sowas. Vielen Dank. Noch eine persönliche Frage zum Abschluss. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Gar nicht mal was Konkretes, weil ich tatsächlich ein sehr gegenwartsbezogener Mensch bin. Nicht, weil ich überhaupt nicht an morgen denke, aber ich mag nicht daran denken, was ist vielleicht in 30 Jahren, jedenfalls nicht für mich persönlich, generell schon. Nein, ich staune mich einfach weiter durchs Leben. Ich habe festgestellt, ich staune tatsächlich sehr viel und das tue ich schon sehr lange und ich habe den Eindruck, das könnte auch so bleiben. Bitte behalten Sie Ihre Fähigkeit zu staunen und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Mumpke. Das war mein Vergnügen. Tschüss, Herr Degener. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, Wiederhören.